hier einen Stereolader, auch aus dem Hause Liebherr. Und die Experten, was Radlader angeht, bei Liebherr, die sind zu Hause in Österreich, in Bischofshofen. Und genau daher kommt Produktmanager Gunter Hilzensauer. Bitte Applaus für den Gunter. Herzlich willkommen, Gunter. Danke sehr. Und ein Stereolader. Ja, also ich musste das jetzt ja auch erst lernen. Was ist das Besondere an diesem Stereolader, den wir jetzt hier sehen? Also du hast es schon erwähnt, das Besondere an diesem Radlader, es ist der Stereolader. Das heißt, wir haben hier eine Kombination aus zwei Lenksystemen. Einerseits die Knicklenkung, das heißt, er wird gelenkt wie ein herkömmlicher Radlader. Aber zusätzlich hat er noch dabei eine mitlenkende Hinterachse. Das heißt, man sieht es hier schön, wenn er im Kreis fährt, die Hinterachse lenkt mit. Und wir schaffen es, einen extrem kleinen Wendekreis für dieses Gerät zu bekommen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr wendiges Gerät. Man kann also sehr, sehr schnell auf der Baustelle arbeiten. Diesen Stereolader baut nur ihr von Liebherr und den dürft auch ihr nur bauen. Warum? Das ist ein patentiertes System. Dieses System gibt es seit 1992, darf eben nur von Liebherr verwendet worden, ist eine Erfindung von uns und eben dementsprechend patentiert worden. Also unglaublich enger Wendekreis, die Vorzüge hast du eben schon genannt und vor allem die Wirtschaftlichkeit ist ein großer Punkt bei der Firma Liebherr. Ja, Wirtschaftlichkeit wird bei uns sehr, sehr hoch gesprochen, gerade bei allen Radladern. Es werden alle unsere Radlader hydrostatisch betrieben, wir kommen da darauf später noch zurück. Aber eben ein großer wirtschaftlicher Faktor dieses Gerätes ist eben diese kombinierte Stereolenkung. Aufgrund dessen haben wir eine größere Standfläche, weil wir einen kleineren Knickwinkel brauchen und schaffen es bei geringerem Einsatzgewicht höhere Kipplasten zu erzielen und können dementsprechend wirtschaftlicher arbeiten. Hier sehen wir eben den L506 Stereo. Das ist unser kleinster Radlader mit einer Kipplast von 3,2 Tonnen und einem Einsatzgewicht von ca. 5,5 Tonnen. Tja, und am Steuer sitzt...